und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum Obstbäume richtig pflanzen. Naja, richtig pflanzen ist immer so eine Sache. Wenn ihr 10 verschiedene Kerle fragt, die schon Bäume gepflanzt haben, wenn ich alle 10 was anderes sage, da gibt es viele Sachen, die richtig sind, es gibt auch viele Sachen, die falsch sind. Ich habe vor mittlerweile 7 Jahren meine echte Obstbäume gepflanzt. Es waren damals 5 Stück. Die haben leider alle die Wühlmäuse abgefressen. Also ich habe schon viel aus meinen Fehlern beim Pflanzen gelernt. Deswegen kommen zum Beispiel meine neue Obstbäume alle in Wühlmausgitter. Das Video, das gibt so eine kleine Serie. Was heißt Serie? Ich weiß, in 2 Teile. Heute geht es erst einmal um die Bäume und um den Wurzelschutz. Und im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie ich die bei mir hier auf der Streuobstwiese auspflanze. Ja, das sind sie jetzt mal Bäumchen, die dieses Jahr noch gepflanzt werden sollen. Ist jetzt Mitte November. Ich habe mich die Tage mit dem Dominik Schreiber von der Reb- und Baumschule Schreiber aus Österreich hier getroffen. Der hat ein Seminar über Obstbaumschnitt irgendwo da oben im Ruhrpott. Auf seinem Weg dahin ist er bei mir in der Nähe vorbeigefahren und hat mir da mal bestellte Bäume aus Österreich mitgebracht. Das sind 5 Stück, alles verschiedene Sorte. Ich packe sie mal mit euch zusammen jetzt aus und sage euch ein bisschen was zu den einzelnen Bäumen. Ja, guckt es euch an. Ich finde, so müssen Bäume eingepackt sein, wenn sie verschickt werden. Der Dominik hat sie mir zwar jetzt so mitgebracht und sie sind nicht verschickt worden, aber eingepackt, sagenhaft. Packe mal die Kameraden mal aus. So, ein bisschen aufpassen, dass ich da mit meinem Cutter nicht gleich irgendwo die Rinne abschält. Das Messer hat auch schon bessere Tage erlebt. Ja, die Bäume sehen richtig gut aus, haben wir den Transport gut überstanden. Ist ja nichts abgebrochen, wobei das hier überhaupt gar nicht schlimm wäre. Wenn jetzt so der Ast abgebrochen wäre, zwickt man da einfach ab, der treibt aus dem Stamm wieder neue Äste raus. Das wäre überhaupt kein Problem. Also ich könnte mir vorstellen, dass manch einer, wenn jetzt so ein Trieb abgebrochen wäre, das Ding reklamiert, Transportschade, braucht er nicht machen, ist total unnötig. Ihr müsst sowieso einen Pflanzschnitt machen, da wird sowieso einiges Ei gekratzt. Also braucht er nicht reklamieren, wenn da irgendwas abgebrochen ist. Selbst wenn er jetzt genau da abgebrochen wäre, da wäre es immer noch über der Veredelungsstelle. Könnte man sauber abschneiden, Mundverschluss drauf, wird trotzdem wieder aus dem schlafenden Auge austreiben und wir könnten wieder noch oben hochziehen für einen neuen Baum. Überhaupt kein Problem. Als erstes eine Marille. Ja, als zweites habe ich da ein blaues Kriecherl. In Deutschland würde man Mirabelle dazu sagen. Dann habe ich hier den Tellerpfirsich UFO 3, unsere kleine Lieb-Tellerpfirsiche. Der UFO 3 ist eine Neuzüchtung. Die Zwetschge Hanita als Halbstamm. Zu guter Letzt den gelben Bellefleur. Das ist ein Apfelbaum als Hochstamm gezogen. Den habe ich mir extra ausgesucht, weil es ist ein Winterapfel und die Äpfel sollen sogar bis in den April im Folgejahr lagerfähig sein. Also da bin ich sehr gespannt. Ein bisschen ein größerer Nachteil von der Sorte gelbe Bellefleur ist, dass er sehr anfällig für Krebs, Mehltau oder Schorf ist. Aber das wird sich zeigen, wie er sich bei mir auf der Wiese entwickelt. Da stehen sie jetzt, meine neue Bäume. Als allererstes, wenn ihr sowas kriegt und packt die aus, was ganz wichtig ist, ist wässern. Wenn die geschickt werden, sind die mehrere Tage unterwegs. Dementsprechend haben die natürlich auch Durst. Manch einer sagt, ich pflanze die gleich, warum soll ich die ins Wasser stellen? Das wird ja eh auch gegossen. Das sind 2 komplett verschiedene Dinge. Das Orgieße ist eigentlich, dass die Wurzeln auch ständig mit Erdreich eingespült werden. Und das Wässern ist dafür da, dass der Baum sich noch einmal richtig stärken kann und nicht dann erst einmal noch eine Pflanze die Feuchtigkeit aus der Erde rausholen muss, sondern gleich anfangen kann zu wachsen, wenn er im Boden ist. Wenn ihr eure Bäume bekommt und die nicht gleich pflanzen könnt, es macht auch nichts, wenn die bis zu einer Woche mit den Wurzeln im Wasser stehen. Das ist auch nicht anders, wie wenn es eine Woche regnet, stehen sie auch die ganze Zeit im Feuchte. Aber soll das wirklich länger wie eine Woche lagern müssen, würde ich sie ins Sand einschlagen. Ich bin jetzt da bei uns hinterm Haus, unter meiner Gartenpumpe an der Wasserfässer. Ich befülle mir jetzt da einen Speiskübel mit Rehwasser und da kommen dann die Bäume rein. So. Hin und hoch, wie immer. Deckel wieder aufs Fass, dass die Katze nicht drin bleibt.
So, ihr Bocke. Apfelbaum. Quetsche. Oder wie man auf Hochdeutsch sagt, Zwetschge. Pfirsich. Pfirsich. Marille. Ja, immer wenn ich Marille her, denke ich an Skifahren und wisst schon. Und zum Schluss noch das Griecherl. Also ich muss echt sagen, ich finde die österreichische Name für die Bäume oder auch fürs Gemüse, zum Beispiel Paradeiser und so, finde ich echt klasse. Ganz am Anfang, wie ich angefangen habe mit dem Garde-YouTube-Kram und habe mir von anderen die Videos angeguckt, der Tumvi von Tumvis Kanal, wenn ich den alles gehört habe, ich muss echt mal Paradeiser googeln. Ja. Aber ich muss echt sagen, ich bin ja selbst ein Dialekt-Profi. Die Österreicher verstehen mich besser als die Leute aus Hannover. So, wie gesagt, wenn die Bäume jetzt bis zu einer Woche durch in der Brühe drinstehen, das macht denen auch nichts, aber länger soll es halt nicht sein. Und ich fahre jetzt noch schnell in die Werkstatt, baue 5 Pflanzkörbe aus Drahtgeflecht wegen meiner Wühlmausfreunde hier draußen auf der Wiese. Komm da mit? Ajo, auf geht's. Jetzt bin ich hier in meiner Werkstatt, muss ich mir noch wegen meiner Wühlmausfreunde meinen Wühlmauskorb bauen. Die Dinger, die sind eigentlich ganz flugs gebaut. Für so einen Wühlmauskorb braucht ihr eigentlich bloß 3 Sachen. Das ist so 6-Kant Drahtgeflecht, 13 mm. Alles was größer ist, schluppe die Sauviecher durch. Ich nehme für meinen Korb, obwohl in der Fachliteratur steht, man soll unverzinkte Draht nehmen, weil der im Boden vergeht mit der Zeit, nehme ich verzinkte Draht, weil es gar nicht so einfach ist, unverzinkte zu bekommen. Also ich habe auch schon gesehen, dass die Wühlmäuse schon große, ausgewachsene Bäume die Wurzel kaputt gefressen haben und die sind eingegangen. Und mit der 13 mm weite Masche, ich habe auch extra den Dominik Schreiber nochmal gefragt, da wachsen die Wurzeln durch und sollte die Wurzel irgendwann zu groß werden, sprengt die das Drahtgeflecht. Weil ihr habt sicherlich schon einmal gesehen, wenn so irgendein Baum aus dem Haus rauswächst oder ins Haus reinwächst, die Wurzel, was so ein Baum anrichten kann. Und so sind meine Wurzeln immer im Drahtkorb drin. Die Wühlmaus kann nur die rauswachsen, abfressen. Und dann ist der Wurzelstock immer noch gesund genug, um wieder neue Wurzel auszuschieben. Als zweites braucht ihr noch so einen stinknormalen Seitenschneider. Und ich nehme als noch so verzinkte Blumendraht dazu, wenn ich schon mal irgendwas fixieren muss und um das Ding auch ständig zuzuknoddeln. Meine Rolle hier ist 50 cm breit. Da brauche ich für das untere Teil ein 50 cm langes Stück. 50 mal 50. Und das runde Teil, das oben drauf kommt, 1,50 m. Also ich frage mich schon immer, wer sich das eingefallen lässt, so mit dem umgeklappten, so ein Blödsinn. Ich messe mir jetzt dann so ungefähr 50 cm. Und dann zwicke ich das da mit meinem Seitenschneider ab. Mit dem Draht müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Ich habe mir da schon ein paar Mal sackrig in die Finger gestochen. Die Dinger, wenn die abgepetzt sind, die sind sauspitz. Das wird jetzt der Boden vom Korb, 50 x 50. Als nächstes messe ich mir 1,50 m ab. Das wird jetzt quasi der Zylinder, in den dann der Baum reinkommt. Ich zwicke mir dann immer so 3-4 von den Blumendraht-Kollegen da ab. Dann kann ich mir das beim Zusammenbau ein bisschen fixieren und erleichter mir die ganze Sache ein bisschen. Ich biege mir dann aus meinem Bindedraht so eine Aale. Da kann ich dann besser oben durch meinen Draht durchfahren und das erst einmal so provisorisch fixieren. Ich biege mir den Draht so ein bisschen. Und dann kann ich den gerade so durch die Masche durchziehen. Jetzt ist es grob fixiert, jetzt steht aber da innen noch das ganze Drahtzeug neu und das verfläche ich jetzt quasi. Also ich biege das immer so gegenentsetzt um. Dann tut sich das quasi von der Lehre verflechte. Ich habe mir jetzt auch schon wieder 2-3 Mal anständig in die Pfote gestochen. Nach dem Umbiegen der Maschen habe ich mir jetzt quasi so eine Röhre hergestellt. Auf das Röhrenstück kommt jetzt das vorher abgeschnittene Bodenteil. Hierzu schneide ich mir auch wieder so ein paar Stücke von meinem Bindedraht ab. Das ist übrigens auch ein verzinkter. Auch bei dem biege ich mir wieder so eine kleine Aale, dass ich schön durch die Masche durchfahren kann. Bevor ich es vergesse, Andy, vielen Dank für die geile Cup. Die hält die Platte richtig schön warm. So, als erstes darf ich mir das jetzt so fixieren. Mache ich also meinen Draht durch. So, dann drehe ich es weiter. Ich mache es jeweils auf jeder Seite erst einmal ein Draht. Das muss auch nicht perfekt sein, es wird schließlich eingebuddelt, ne? Hauptsache es dicht. Alter, was ich mir schon in die Finger gestochen habe bei den Dingern. Das Grundding ist jetzt schon mal fixiert und jetzt kann man schon langsam anfangen,
die Ecke runter zu biegen, rundherum. Okay, doch her. Natürlich willst du irgendwo einen Knick geben, weil das ist ja eckig, ne? Das Unterteil. Achte drauf, dass wirklich alles komplett zu ist, ohne. Aber wenn das Ding dann nicht mehr ganz so zylindrig ist, das ist egal. Es muss dicht sein. Spätestens wenn er die Erde nahe tut, tut sich das eh verformen. Die Lasche oder die Ecke, was jetzt so vom Bodenteil noch so runter steht am Zylinder, die könnt ihr noch so in den Zylinder nahe umbiegen. Dann hält es noch einmal in sich und innen umgebogen. Immer aufpassen, dass er nicht so doll in die Finger stecht. Um zu gewährleisten, dass mein Boden rundherum wirklich dicht und zu ist und nicht so wie du hier noch aufsteht, ziehe ich mir komplett noch einmal rot durch, dass das auch ständig zu ist. Ja, ich habe ja schon ein paar Videos über die Bekämpfung von Wühlmäuse gemacht. Es gibt ein Video mit Bekämpfung durch Greifvögel und ein Video mit dem Wieselhügel. Ich verlinke euch die mal oben. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gefruchtet hat es nicht wirklich. Ich bin jetzt also mittlerweile so weit, dass ich alles, was irgendwie wichtig für mich ist, in Drahtkörbe pflanze und auch aktiv die Wühlmäuse jag. Aber wie ich das genau mache und wie du meine Erfolge sind, das werde ich euch mal irgendwann in einem extra Video zeigen. Der Abstand da beim Durchziehen nicht so groß von Stich zu Stich. Soll auch schon wirklich richtig fest sein und dann auch immer schön stramm ziehen. Autsch. Zack. Das ist ein Hexenstich. Keine Ahnung. Wie ist das eigentlich? Müssen die Dinger eigentlich auch oben zu sein? Also ich habe schon welche gebaut, die habe ich oben zugemacht bis zum Stamm. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die Wühlmäuse doch nicht oben drüber klettern. Und wenn, wären sie dann quasi in der Falle, dann könnte man so gleich Fange und woanders schon wieder freilassen. Also zum Thema Wühlmaus, Fange und woanders schon wieder springen lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt irgendeiner in seinem Garten eine Wühlmaus lebend fangen wird, denkt er, tut dem Vieh was gut und kratzt dann hinaus an den Wald, wo mal Wiese ist und lässt sie doch springen und dann krabbelt sie bei mir rein und frisst so die Wurzel ab. Also, nee, kann ich nicht machen. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, so ein Vieh dann beim anderen im Garten oder auf dem Feld springen zu lassen. Aber wenn ihr halt wirklich auf eurer Wiese nur Bäume habt und nicht irgendwie Gemüse oder irgendwas abbaut, weil da ist das so nicht umzusetzen, setzt die Bäume einfach in den Rotkorb, müsst ihr sonst nichts mehr weitermachen. Halt aber noch Verbiss gegen die Rehe. Aber das war's dann. Der erste von 6 ist fertig. Ja, ihr habt richtig gehört, 6 Stück. Ich habe euch ja eigentlich nur 5 Bäume gezeigt, aber eben zufällig bei uns im Gartensender 50% auf alle Obstbäume. Da ist mir noch so eine Apfelquitte hinterher gerannt. Die pflanze ich auch gleich noch. Das war's jetzt schon mit dem ersten Teil meiner 2er Serie Obstbäume richtig pflanze. Ich habe euch mal Sorte vorgestellt und euch gezeigt, wie ich so einen Wühlmaus-Drahtkorb baue. Im Teil 2 wird es dann um die Pflanzung der Obstbäume draus auf der Streuobstwiese gehen. Da zeige ich euch, wie bereite ich den Boden vor, wie groß mache ich das Pflanzloch, was kommt mit rein, wie setze ich den Wühlmauskorb, welchen Flock verwende ich, wie binde ich den Baum an und alles, was noch dazu gehört. Natürlich geht es danach um den Verbissschutz mit der Hase und der Reh, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht und ihr könnt für euch zu Hause die ein oder andere nützliche Information mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich freue ich mich sehr drüber, wenn du meinen Kanal abonnierst. Drück auf die Glocke, verpasst da in Zukunft nichts von meinem Misch. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.